Einen schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. In Film und Fernsehen erscheinen die Prominenten immer wahnsinnig schön und jung, so möchte man meinen. Wie machen die das bloß? Was machen sie wirklich, um so auszusehen? Ich habe heute die Stars und Prominenten des Landes eingeladen, die uns die letzten Schönheitsgeheimnisse verraten. Freuen Sie sich auf! Silvia Schneider. Niemand weiß es so gut wie die blonde Schönheit. Wann eine Frau mit dem Glamour oder dem Natural Look punktet, welcher Lippenstift zu wem passt und welches Make-up gerade in ist. Ingrid Turkovic-Wendel, die ehemalige Eiskunstläuferin und Fernsehmoderatorin, ist vom Wert der Bewegung in jedem Lebensalter überzeugt. Profiboxer Markus Nader hält nicht nur viel von einer gesunden Ernährung, sondern auch von hochwertigen Gesichtscremen und Masken. Schauspielerin Edith Leira findet, dass man ungeschminkt das Haus nie verlassen sollte. Mentaltrainer, Moderator, Autor und Mentalist Manuel Horet hat sich gegen eine Glatze und für eine Haartransplantation entschieden. Und Künstler und Eventmanagerin Agnes Göbel hat nichts gegen Botox, solange die Natürlichkeit dabei erhalten bleibt. Ein bisschen was habe ich jetzt schon verraten, aber bei weitem nicht alles. Vielleicht fange ich mit Ingrid an. Du warst schon lange nicht mehr da. Du siehst großartig aus, wie ihr alle. Und ich würde deswegen gerne mit dir beginnen, weil Disziplin, glaube ich, auch sehr viel mit Schönheit zu tun hat. Bewegung ja, Sport auch. In meinem Leben jetzt, da du mich ja für jetzt eingeladen hast, ist diese Disziplin ein bisschen ausgeklammert. Ich habe das lange machen müssen, sollen und auch gerne wollen. Als Eiskunstläuferin, als die Meisterschaften waren, dann 13 Jahre im Showbusiness in Europa und in Amerika und nachher 30 Jahre ORF. Natürlich auch mit Disziplin. Ich habe einen sehr liebevollen Mann, der viele Komplimente macht. Und da muss ich nicht jeden Tag beweisen, könnte ich ein bisschen schöner sein. Und das erlöst mich ungeheuer, macht mich sehr frei, nimmt viel Druck von mir. Und ich glaube, dass Schönheit auch etwas mit Energie, mit Lebensfreude, mit Ausstrahlung zu tun hat und nicht unbedingt mit Disziplin. Weil gerade schlank sein, schön sein, hat ja in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Status, nicht? Deswegen meinte ich auch Disziplin beim Essen, sich zurücknehmen, nicht alles in sich reinstopfen. Edith, bist du eine disziplinierte Esserin? Ich war das mal, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Ich beobachte mich selber mit ein bisschen Schauer und denke, um Gottes Willen, ich bin so undiszipliniert geworden. Es hat nicht mehr den Stellenwert. Früher, ich habe schon alle Diäten, die möglich sind, ausprobiert. Als ich noch so 30, 40 war, habe ich mich immer zu dick gefunden, obwohl ich 5 Kilo weniger hatte als jetzt. Aber ich bin so ein Frauentyp, der ständig an sich herummeckelt. Ja? Jetzt tue ich das auch noch, aber nicht mehr in dem Maß. Es hat einfach keinen Stellenwert mehr. Wenn ich ein bisschen dicker werde, aber etwas möchte ich nicht. Ich möchte nicht meine Kleidergröße verlieren, weil sonst habe ich nichts mehr zum Anziehen. Also das ist der einzige Punkt. Was war denn die skurrilste Diät, die du gemacht hast? Die skurrilste? Ich habe vielleicht Kartoffeltage, Eiertage, Reistage. Eigentlich habe ich nicht skurrile Diäten gemacht. Was am wirksamsten ist und am möglichsten auszuführen, wenn man ein reiches Gesellschafts- und Freundesleben hat, das ist die Trennkost. Da lässt man einfach den Knödel vom Schweinsbraten weg. Oder man sagt, den esse ich dann in 3 Stunden später. Oder man nimmt statt einer süßen Nachspeise Käse zum Beispiel. Das habe ich sehr lang gemacht. Bin dadurch nicht dünner geworden, aber auch nicht dicker. Genau, du hast das Gewicht halten können. Ich habe mein Gewicht gehalten. Aber das ist schon wichtig, in der Öffentlichkeit auch auf sein Gewicht zu achten. Ja, mein Gott, wie gesagt, auch auf der Bühne dicke steht. Frauen sind manchmal sehr sexy und fesch. Also ich finde gar nicht, dass man so sehr an eine Kleidergröße gebunden ist. Man sieht ein bisschen leichter, gut in einem billigen Kleid aus, wenn man eine gute Figur hat. Aber es ist einfach, ich finde, dass wenn man ein Typ ist, der drall ist und fesch ist, eine Hagere in einem Dirndl ist ein trauriger Anblick. Also, aber gerade die
bisschen festeren, denken sich, wie machen das die Prominenten, Silvia, dass du so schlank bleibst. Wie macht ihr das? Schlank. Was isst die den ganzen Tag? Ich isse wirklich den ganzen Tag und die ORF-Seher wissen das, weil ich habe ja eine Kochsendung, wo auch sehr herzlich und gerne verkostet wird. Und die Leute fragen auch immer, na, wie hältst du die Figur und wie geht das? Also natürlich, in der Kochsendung werden minimale Portionen verkostet. Eben. Das ist nicht immer das kostet, Ganze. Wie du richtig sagst, ja. Ja, genau. Aber trotzdem, ich esse sehr gerne. Ich koche auch wirklich gerne und genieße das auch. Und ich finde, das Genuss gehört ganz extrem dazu, zur Schönheit. Und dass man auch das liebt, was man tut. Und ich habe seit Dancing Stars habe das Tanzen wieder für mich entdeckt. Und bei dem ist es geblieben. Und da nimmt man schon sehr ab durch das Tanztraining. Also bei Dancing Stars, der Markus weiß es auch, wir haben hart trainiert und da sind die Kilos nur gepurzelt. Also da haben wir essen können, was wir wollen. Und ja, ich habe mir das beibehalten, das Tanzen, das macht mich glücklich, das macht mich froh, das macht mich auch irgendwie automatisch sexy, wenn es um das geht, wenn man weiß, wie man sich bewegt. Und ich glaube, das ist der Tipp, dass jeder seine Sportart findet, die einen erfüllt, bei der dir nicht auffällt, dass du tatsächlich Sport machst. Und dann du kannst dahin essen, was du willst. Oder schaust du schon, dass du gesunde... Nein, auf Qualität? Alle Fälle. Also das ist natürlich, ich schaue auf regionale Produkte, auf gesunde Küche. Ich bin keine, die gerne Fastfood isst. Das ist vielleicht auch mein großes Glück. Ich esse aber dreimal am Tag mindestens. Und ich bin aber keine Süße. Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was mir mitgegeben wurde. Und der Markus, der ernährt sich schon sehr gesund. Musst du, ne? Als Sportler. 3-4 Mal die Woche Fastfood. Jetzt lügst du. Naja, nach meinen Boxkämpfen auf jeden Fall, da habe ich so eine Phase. Ich glaube, die Silvia wird es bestätigen können. Bei Dancing Stars war ich ein bisschen fülliger. Das wollte ich dich fragen, warum du bei Dancing Stars fülliger warst, als wie nachher beim Boxen. Wie gibt's weil, denn sowas? Weil mein Boxkampf so weit in weiter Ferne war, dass ich da wenig aufs Gewicht geschaut habe. Unlängst habe ich ja gekämpft, du hast mir gesehen, den Kampf. Da musste ich natürlich wieder abnehmen. Aber wie tust du das dann? Wie nimmst du dann ab? Sehr, sehr viel trainieren und sehr, sehr wenig essen, was oft sehr kontraproduktiv ist. Weil aber du ja was isst du dann? Die Kohlenhydrate zum Teil weglassen, was aber kontraproduktiv ist, weil du ja bei schweren Trainingseinheiten den Kohlenhydratspeicher voll haben musst, damit du Leistung bringst. Das ist halt dann schwierig, wenn man so undiszipliniert ist wie ich dann und dann Wochen habe, wo ich nur Junkfood esse oder Fastfood esse. Aber ich habe irgendwo gelesen oder auch gehört, dass du sehr quasi bewusst auch kochst und nur Bio einkaufst, weil wenn, dann soll das Fleisch oder der Fisch gute Qualität haben, dass du drauf schaust. Genau, das weil das ja auch, oder deine Frau wahrscheinlich, die Sandra, dass die das einkauft, weil das auch der Körper braucht. Das stimmt schon, aber ich habe dann immer solche Phasen, wie eben bei Dancing Stars, wo ich mir gedacht habe, nächste naja, Podcast aber das ist schon Disziplin dann. Ne? Das ist Disziplin, das gehört dazu. Und bei mir ist, ich bin in einer Gewichtsklassensportart. Wenn ich kurz vor meinem Wettkampf stehe, muss ich eben das Gewicht bringen. Wenn ich das nicht schaffe, kann ich nicht kämpfen. In dem Fall muss ich diszipliniert sein. Und ich glaube halt schon, wenn man sich gut ernährt, dass das auf jeden Fall auch ausschlaggebend für die Haut ist. Agnes, was tust du für deine Schönheit? Ich meine, bei dir denken, was isst du? Machst du so viel Bewegung, esse, dass du so esse, eine Bombenfigur? Nein, ich esse alles. Aber ich bin auch ein Mensch, der, seit ich denken kann, in Bewegung ist. Also bei mir gibt es keine großartigen Ruhephasen, was vielleicht auch nicht immer gut ist. Vor allem jetzt, wo ich auch älter werde. Aber ich bewege mich den ganzen Tag. Und ich habe natürlich auch meine exzessiven Sportphasen hinter mir. Also ich hatte eine Zeit, da bin ich jeden Tag 100 Kilometer mit dem Rad gefahren. Nur dann isst du so viel an Kohlenhydraten, weil du das sonst ja gar nicht schaffst. Also nimmst du dann auch nicht ab. Aber du baust sehr viel Muskulatur auf. Und die Muskulatur verbrennt natürlich wiederum wesentlich mehr als den Fettanteil im Körper. Und deswegen bleibst du schlank. Also es kommt nicht von ungefähr, dass man so eine Figur hat, wie ihr sie habt. Das heißt schon, darauf schauen, was man isst. Und ich glaube, Ingrid, dass du das schon auch eben von früher mitbekommen hast, dieses Bewegen und du hast wahrscheinlich nie wirklich viel gegessen, wobei du auch einmal die FX-Meyer-Kur, glaube ich, gemacht hast, weil du zu viel hattest oder so, gell? Ein paar Kilo zu viel. 2 Kilo zu viel. 2 Kilo nur? Mhm. Und wir wurden jeden Samstag, als ich bei der Eisrevue war, im Vertrag war ein Gewicht eingetragen und wenn man da 2 Kilo drüber hatte, ist ein Drittel der Gage abgezogen worden. Viel Geld. Viel Geld. Und es hat mich eigentlich
nicht nur unglücklich gemacht, sondern schrecklich unter Druck gesetzt. Mhm. Ich habe begonnen, FX Meyer auszuprobieren. Du, ich bin viel besser Eis gelaufen. Mhm. Ich habe abgenommen, war also einer der glücklichsten Menschen der Welt, war dünn wie ein Faden und habe mich herrlich gefühlt. Und gelernt hast du da gelernt anders ich, zu essen? Oder? Ich habe gelernt, nicht weniger zu essen, sondern das Essen, das ich in den Mund hineinkriege, wirklich zu genießen. Wenn man heute auf FX Meyer anspricht, also jemand, ja, da muss 30 Mal kauen, das ist ja fad. Musst du nicht. Du musst nur genießen, was du im Mund hast. Und bitte nicht den Mund zu voll nehmen. Das gilt übrigens auch nicht nur fürs Essen. Ja. Das wäre bei mir schon ein Problem. Und, aber das, was du im Mund hast, und da habe ich Tee gefastet und dann habe ich eine Erdbeere gefunden im Wald. Und ich habe diese Erdbeere so, es war ein Traum. Dass sich die ganzen Aromen entfalten. Die haben sich da entfaltet überall und so weiter. Also ich war glücklich. Manuel, kann man sich schön denken? Ja, definitiv. Also wir haben ja eine unglaubliche Fähigkeit, die heißt Vorstellungskraft, also unsere Imaginationsfähigkeit. Mhm. Und das, was ich mir einbilde, kann ich mir so stark einbilden, dass ich es auch wirklich glaube. Das ist ganz sicher mal eine Technik des mentalen Trainings. Vor allem, man ist, glaube ich, wenn man sich innen drin schön fühlt, dann strahlt man auch was anderes aus, oder? Ist definitiv einmal meine Überzeugung. Ich glaube, so die mentale Schönheit ist die innere Schönheit, die Entspannungsfähigkeit, entspannt zu sein, Selbstvertrauen zu haben, so Widerstandskraft zu haben. All das ist so, die Gelassenheit ist irgendwie so die innere Schönheit. Jede Frau findet irgendetwas, was ihr an sich nicht gefällt. Absolut, das gehört doch dazu. Also wir nörgeln doch ständig an uns und sind nie mit uns zufrieden. Es geht immer nur darum, dass man sich leider viel zu oft vergleicht. Und ich glaube, das ist das, wenn man diesen Vergleich ablegt und nicht schaut, was ist links, was ist rechts, sondern nur auf sich selbst, dann ist man einfach zufriedener. Und ich glaube, also ich habe das im Berufsalltag Gott sei Dank nicht, dass ich mich mit anderen vergleiche und denke, was macht die jetzt und was macht der jetzt, sondern ich schaue nur, was mache ich und wie geht es mir dabei. Und ich glaube, das sollte man mit seinem Körper auch ein bisschen machen. Natürlich ist es mittlerweile sehr schwer, gerade die neue Generation wird ja bombardiert mit Fotos, die alle eine perfekte Körper zeigen und jeder Filter. Und mittlerweile kann man ein Foto von sich selber gar nicht mehr anschauen, wenn da nicht zwei Filter drüber sind. Das ist irgendwas, was man vielleicht... Aber sicher, und nicht einen Filter, sondern zwei kommen da drauf. Und dann nochmal Photoshop. Ja, kein das Wort. Ist ein bisschen was, was man sich abgewöhnen muss, weil es ist wie eine Sucht, oder? Aber es stimmt sehr, dass wenn man sich schön denken kann oder wenn einem andere sagen, du bist schön. Ich habe das oft bei Fotoshootings, wenn ich mit einem Fotografen arbeite und mit einem Team, welches mir die ganze Zeit sagt, also du schaust super, dann fühlst du ja super, egal ob du einen guten oder einen schlechten Tag hast. Ich wollte nur kurz sagen, ich schaue super aus. Danke, Marco. Alle da. Silvia, wie lange brauchst du, um so auszusehen? Ich bin mittlerweile sehr, sehr schnell, weil als Frau kennt man dann irgendwann die Handgriffe, dass das schnell geht. Also ich bin, wenn es hart auf hart kommt, schaffe ich den Abendlook in 15 Minuten, wenn es sein muss. Das ist gut. Aber ich finde, man kann sich ja gerne mehr Zeit nehmen, weil dann ist das auch so ein bisschen ein Ritual, wo man sich darauf vorbereitet, dass man jetzt was vorhat oder dass man auf eine Bühne geht. Das macht schon Spaß. Aber natürlich, man steht so nicht auf. Du, ich dachte schon. Du, welcher Lippenstift ist im Moment en vogue? En vogue, also ich bin ja immer ein großer Fan gewesen von roten Lippenstiften. Ich finde das wahnsinnig schön und die Leute sprechen mich auch immer wieder darauf an, welchen Lippenstift hast du. Und ich habe das in einem Online-Kurs einmal zusammengefasst, welche Lippenstifte ich verwende. Ich glaube, ich habe mir heute ganz in Rot angezogen, meiner Lieblingsfarbe. Und es ist, glaube ich, eine Mischung aus einem Kirschrot und einem Korallrot, würde ich sagen. Aber es ist alles en vogue, was gefällt und was zum Typ passt. Du zeigst auch in Videos, wie man sich schön machen kann, und zwar jede Frau. Mhm. Passt auch jeder Frau rot? Ja, es gibt Rottöne, die für jede Haarfarbe passend sind. Und ich habe immer das Gefühl, das Rot bringt sofort das Gesicht zu strahlen. Es trauen sich viele Frauen nicht drüber. Die haben gern was Neutraleres, was auch super ausschaut. Aber ich finde, Rot ist so ein bisschen eine Geheimwaffe, wenn man sich stark fühlen möchte, wenn man zu einer Abendveranstaltung geht. Es ist aber Rot, erfordert leider sehr viel Disziplin, weil das Essen und das Trinken, na, das macht dann gleich überall. Ja. Also das ist so ein schmaler Grat. Edith, du gehst ja auch nie ungeschminkt aus dem Haus. Nie.
Du schminkst dich immer selber. Du bist immer so schön, wie du heute bist. Ich könnte deshalb kein Hunderl haben, weil ich kann nicht um 6 Uhr früh geschminkt sein und den Hund herumführen. Das geht überhaupt aber nicht. Aber große Sonnenbrille zum Beispiel? Ich traue dem Look nicht. Nein, also ich bin ein Mensch, der sich schminkt. Und einmal, da sollte der Installateur zu mir kommen um 6 Uhr, um 7 Uhr früh. Mhm. Und ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, soll ich jetzt eine Stunde früher aufstehen und mich schminken? Oder soll ich ungeschminkt die Tür öffnen und nur so ein Handtuch über meinen Kopf legen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach was, der kennt mich eh nicht. Aber wenn er mich ungeschminkt sieht und sagt, habe der, die Leira schaut aus ohne Make-up, furchtbar. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich gebe es ihm so ganz geschwind, sage, bitte in der Küche ist der Gasschaden, ja, wenn Sie so lieb sind. Und der geht da hinein, ich mache die Tür zu und setze mich in mein Zimmer. Und nach einer Weile klopft es an der Tür und er macht knock, knock und sagt, ne Frau, darf ich bitte ein Autogramm haben? Und ich denke mir, um Gottes Willen, jetzt hat er mich erkannt. Wie soll ich ihn jetzt günstig stimmen? Aber Edith, das ist doch ein gutes Zeichen, dass du auch ohne Schminke erkannt wirst. Ja, eigentlich schon. Naja, ja, Moment, warte auf die Pointe. Ja, es war noch nicht aus. Also, ich denke, oh Gott, ja. Gott, was soll ich jetzt machen? Also, ich gehe in mein Schlafzimmer, öffne den Schreibtisch, nehme ein Autogrammfoto heraus und schreibe darauf, herzlichst Edith Leira. Na, denke ich mal, das ist zu wenig. Ich muss ihn ja günstig stimmen. Also werde ich schreiben, allerherzlichst, Ihre Edith Leira. Und ich gebe ihm das so ganz scheu bei der Küchentür hinein. Der schaut das an und sagt, na, auf der Rechnung. Also, da kam die Ernüchterung. Das ist ein sehr gut. Ein Wahnsinn, sehr lustig. Seither, wenn jemand nach einem Autogramm verlangt, bin ich da. Ja, aber gerade bei so bekannten Menschen, bei Prominenten, bei Stars, hat man schon einen Druck, Agnes immer schön zu sein, weil man will ja nicht im Supermarkt erkannt werden mit der Jogginghosen und mit fetten Haaren. Ne? Das hat aber nichts mit Prominenz zu tun, sondern mit seiner persönlichen Einstellung. Ja, aber es gab lange Zeiten davor, man mich gekannt hat und ich war immer sehr eitel. Also ich kann mich erinnern, selbst als ich in Wien war schon, bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin. Hast du geschminkt? Nein, ja. Dusche, Haare waschen, Make-up. Man weiß nie, was passiert. Genau. Ja. Kannst du dich selber so schön schminken? Ja, ich mache das immer selber, aber ich habe mittlerweile, weil ich sehr bequemer Mensch bin, sehr viel permanent drauf. Also ich klebe mir einmal die Woche die Wimpern, der Rest ist permanent Make-up, da muss ich nicht recht viel machen. Du schaust schon so aus. Das heißt, ich stehe in der Früh fast so auf. Ja. Toll. Das ist wie in Hollywood. In Hollywood-Filmen stehen sie auch alle auf. Und einmal in der Woche wird runter und wieder rauf und passt. Aber ich trage so jetzt kein Make-up auf der Haut. Aber wenn man jetzt wissen möchte, wie man sich richtig schminkt, oder hat die Silvia großartige Tipps. Ich mache so kleine Online-Kurse auf meiner Homepage, weil mir immer ganz viele Mädchen gefragt haben, wie schminkst du dir und wie machst du dir die Haare. Wir können aber kurz reinschauen in so ein Online-Video Silvia Schneiders Schönheitstipps. Ach. So, und jetzt zeige ich euch, wie man aus einem guten Tag einen sehr guten Tag macht, und zwar mit Lippenstift. Ich trage so gut wie immer Lippenstift, manchmal sogar nachts, und ich mag gern roten Lippenstift, weil ich finde, der macht irgendwas mit dir, mit der Einstellung, mit der Ausstrahlung. Das ist so ein bisschen wie eine Rüstung. Ich verwende zuerst immer Lip Liner. So, und Lippenstift. Und das ist ein schönes, klassisches Rot, mit dem man nicht viel verkehrt machen kann. Was wichtig ist, nehmt ihr roten Lippenstift mit bläulichem Stich drinnen, dann macht es die Zähne weißer. Habt ihr Lippenstift, der rot ist, aber mit einem orangen Unterton, dann ist es manchmal ein bisschen gefährlich mit den Zähnen. Ich mag aber auch orange-korallfarbene Lippenstifte sehr, sehr gerne.
Weißt du, eh schöne Zähne hast. Weil meine Mama ist Zahnärztin und die hat wirklich alles an mir ausprobiert, was Gott verboten hat, wenn es um Zähne geht. Und habe alle möglichen Zahnspangen gehabt und so weiter. Da war die Mama sehr bemüht. Aber was sich auch verändert hat, ist die Männer und die Kosmetik und die Gesichtscremen. Du, lieber Markus, bist eigentlich ein begeisterter Gesichtscreme- und Maskenfan. Das kommt von deiner lieben Frau, gell? Fan. Ich muss nehmen, weil sonst darf ich mich nicht ins Bett legen. Vom Schlafen gehen muss ich es nehmen, dann muss ich in der Früh kalt duschen. Hat sie gesagt, ist gut. Also kalt duschen für die Regeneration als Leistungssportler sehr, sehr wichtig, aber auch für die Haut sehr, sehr gut, sagt meine Frau. Das ist eine schöne Haut. Na, deine Frau ist auch Model und war Miss Vienna, glaube ich, was, gell? Miss Vienna. Ja. Also. Und ja, das ist halt. Und dann die Gesichtsmasken, muss ich eine Geschichte erzählen. Ich sitze mit meiner Frau, Gesichtsmaske, ich Gesichtsmaske, Wohnzimmer. Ich habe das Kind eingeschlafen und denke mir, ah, super, Feierabend, fertig, wie ein Gesichtsmaske, schauen Fernsehen. Auf einmal kommt das Kind runter, schaut, ich glaube, wir sind zwei Mumien. Mit der Gesichtsmaske. Jetzt glaubt, sie ist im falschen Wohnzimmer. Ja, sie hat halt niemanden erkannt. Aber ja, das ist recht gut, weil es auch die Haut erfrischt. Du und Manuel erweitert das Ganze. Ja. Also du pflegst dich sicher auch. Du hast aber auch, wie ich es eingangs gesagt habe, etwas mit deinem Haupt gemacht. Genau. Nämlich? Ja, ich habe als Kind eigentlich immer bemerkt, dass mein Papa und mein Großvater, bei denen sind die Haare immer weniger geworden. Aber ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich schaust du nicht einmal so aus wie der Papa und der Opa. Und ich dachte, ja, irgendwann einmal musst du was tun. Und dann habe ich gemerkt, so ab 20, 25, dass die Haare immer weniger werden, so im oberen Bereich. Und habe mir gedacht, ja, okay, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und habe halt mit Wasserlen angefangen, das hat nicht viel geholfen. Womit? So Haarwasser, also zum Haarwasser. Einmassieren. Ja, so zum Einmassieren. Das hilft relativ wenig, also man glaubt es halt ein bisschen, aber man sieht es nicht. Und dann habe ich mir die Haare einsetzen lassen, also quasi eine Haartransplantation gemacht, genau vor 10 Jahren. Und das war eigentlich für mich dann so der Punkt, okay, entweder stehst du dazu und sagst da, dass du das machst und dann habe ich es durchgezogen. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass du zuerst einmal glaubst, das ist sehr einfach, aber in Wirklichkeit eigentlich vor einer Großoperation stehst. Und war eigentlich eine sehr stressige Zeit, habe mich gar nicht darauf vorbereitet, bin einfach hin und dann nehmen sie dir hinten einen Streifen, so circa 1,5 Zentimeter, und dann skalpieren sie dich. Das heißt, sie schneiden dir einen Haarstreifen hier raus. Und drunter bleibt ein Blutstreifen? Und dann machen sie Folgendes und dann ziehen sie die Haut wieder zusammen und nähen das wieder zu. Das ist wie ein Lifting. Korrekt. Und das ist das, womit meine Frau ist ganz eifersüchtig eigentlich, weil du hast ein gratis Lifting gekriegt, weil in Wirklichkeit hast du wirklich ein Lifting. Und habe aber erst vor ein paar Jahren bemerkt, dass das Lifting auch zusätzlich von der Fähigkeit her ist. Ja, und dann nehmen sie die Haare und nehmen diesen Haarstreifen und nehmen tausende einzelne Haare aus diesem Haarstreifen heraus, machen dir oben tausende Löcher und setzen jedes einzelne Haar, jede Wurzel wieder oben ein in einer 8-Stunden-Operation. Du musst wahnsinnig viele Haare da hinten gehabt haben. Das ist gar nicht so schlimm. Ja. Sie nehmen dir einfach so einen Streifen raus und jetzt hätte ich eigentlich oben gar keine Haare mehr. Mehren sich die von und, allein? Nein, und so die Haare, also bei uns Männern ist es so, wir haben ja hinten diesen Kranz, wenn wir keine Haare haben. Ja. Und genetisch ist es so, dass die Haare da hinten ein Leben lang wachsen. Deswegen nehmen die Haare von hinten und setzen sie oben ein, weil da wachsen sie dann auch ein Leben lang weiter. Ja schon, aber die musst quasi schneiden, aber sie fallen nicht aus. Nein, sie brauchen ein paar Monate, bis sie quasi anwachsen, die Wurzeln. Wie wenn du einen Baum pflanzt. Wie ein Bäumchen. Also ich habe tausende Bäumchen am Kopf, die sozusagen... Bonsais. Ja. Die sozusagen jetzt ganz normal wie Haare wachsen und die Haare, die da waren grundsätzlich, die werden natürlich immer weniger, beziehungsweise sind es eigentlich schon weg. Das heißt, die Haare, die jetzt oben sind, sind die eingesetzt worden. Aber das macht man einmalig, das kann man nicht immer wieder machen. Du kannst es wieder auffüllen, du kannst, wenn du merkst, es geht weiter nach hinten, dann machst du es hinten auch einmal. Also das gibt es Leute, die machen das 2-3 Mal. Ist fürs Gesicht auch gut, glaube ich. Dann hat man den hinteren Haar. Das ist, es wird je nach Alter immer besser dann. Ja. Edith wollte was sagen. Nein, ich bewundere, wie viel Haar er da hinten gehabt hat. Aber so, das muss ich dazu sagen, du brauchst danach schon ein paar Monate zur Regeneration, weil du spürst einmal deinen Kopf eigentlich monatelang nicht. Also das ist wie wenn du einen Kochtopf am Kopf hättest, so taub sind deine Nerven. Anästhesie hält es ist ganz taub, monatelang. Und dann fängt es an zum Wachsen und da
hat Gott sei Dank funktioniert. Also aber sie sind angewachsen. Also es hätte auch sein können, dass sie nicht anwachsen. Weil du gerade Lifting gesagt hast, ja, und diese quasi natürliches Lifting, ohne es geahnt oder gewollt zu haben, möchte ich gerne die Agnes fragen. Du bist auch, was Schönheitseingriffe betrifft, sehr offen. Naja, seit meinem 40. Geburtstag lasse ich mir zweimal im Jahr Botox verabreichen. Und zwar nur im Stirnbereich bisher. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil eine Dunkelhaarige, wenn sie ernst schaut und dann noch eine starke Muskulatur hat und hier zusammenzieht, sofort darauf angesprochen wird, warum schaust du so krantig? Und ich will nicht ausschauen wie ein alter Krantscherm, also habe ich hier meine Muskulatur ruhend gelegt und somit schaue ich immer freundlich rein. Ich bin ja im Grunde genommen eine Frohnatur. Mhm. Aber wenn die Muskulatur so stark ist, ja, kannst du dagegen einfach nichts machen, außer Botox. Und das funktioniert sehr gut. Das ist mega erprobt. Also ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der da jetzt wirklich verpfuscht war. Und wenn du es nicht übertreibst, bleibt die Mimik ja erhalten. Wie oft machen wir bei unserem Auto ein Service? Oder ich jetzt in letzter Zeit bei alten Möbeln so ein kleines Upcycling. Mhm. Eigentlich könnte ich mir das auch einmal gönnen. Ja? Mhm. Wir streichen unsere Wohnungen ständig neu, polieren alles und so. Und bei uns wäre das ein Tabuthema? Nein. Und deswegen war ich bei einer Schönheitsärztin, habe mich beraten lassen und habe so ein kleines Rundum-Service gemacht, eben mit Botox, Fillern mit Hyaluronsäure und das war sehr interessant, auch von der Erfahrung her, ein kleines Fadenlifting. Wie funktioniert das? Naja, du darfst ja jetzt nicht einen Effekt erwarten und da wurde ich Gott sei Dank gut beraten, wie nach einer richtigen OP, ja, dass du so extrem straff bist. Du hast einen Effekt von ungefähr 5 mm, wo das Gesicht nach oben geht und genau darum ist es mir auch gegangen. Du, Agnes, und wo kommen die Fäden? Was, wie ziehen die das? Im Wangenbereich. Aha. Also ich habe links und rechts jeweils 4 Fäden in unterschiedlicher Stärke. Das schaut, glaube ich, sehr brutal wo aus. Wo docken die an? Naja, sie fährt, glaube ich, da vorne rein und kommt wirklich da oben raus. Mhm. Ja? Und ich möchte es jetzt nicht wirklich sehen, diese OP, weil ich glaube, da wird einem echt schlecht. Aber es tut nicht weh. Aber wir waren sozusagen nicht wir, aber ein Kamerateam war dabei und wir möchten Ihnen jetzt gerne zeigen, wie das damals ausgesehen hat, die OP und vor allem dann auch die Veränderung. Ich fange in der Mitte an und führe den ersten Faden von kurz vorm Ohr nach unten in die Partien, die ich heben möchte. Hebe zuerst mit den ersten Häkchen die Haut an und dann muss ich sie ja irgendwo verankern. Das heißt, ich gehe Richtung Schläfe in die Faszie, da habe ich einen guten Halt und da verankert ich die Fäden oder mit diesen Häkchen und dadurch habe ich einen dauerhaften Lifting-Effekt. Na, wie geht's? Gut. Es geht mir wirklich gut. Ich fühle mich total straff. Ich weiß, also ich habe es mir auch mal machen lassen. Allerdings war von da bis da. Und ich habe einen riesen blauen Fleck bekommen, aber wirklich grauenvoll. Das ist dann immer so runtergewandert, dann habe ich den Hals schon blau gehabt. Und es hat Null und Doppel-Null gebracht. Gar nichts. Effektlos. Ich hatte keine blauen Flecken davon. Ja. Und du hast nach circa 3 Monaten das Endergebnis, weil sich ja das hauteigene Kollagen schon wieder bildet. Mhm. Und dadurch wird die Haut einfach wieder fester. Super. Ja. Also aber du hast einfach nicht geboren. Den Effekt wie nach einer richtigen OP. Ja, wirklich wahr. So sieht man aus nachher. Toll. Warum Edith, das bei mir nicht hast du dich richten lassen? Ja. Ja, du stehst ja auch dazu. Natürlich. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass jede Frau, die ein bisschen hadert mit ihrer Schönheit oder mit ihrem Aussehen, soll sie doch, sofern es leistbar ist, zu einem Arzt gehen und sagen, zieh da ein bisschen an. Ja, und das habe ich mit 50 gemacht. Aber mit 50 habe ich dann meinen Mann gekriegt. Was nach dem Lifting erst, oder wie? Und er ist mein bestes Schönheitselixier, weil er macht mich glücklich. Und ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig, dass man zufrieden ist und dass man nicht verhärmt aussieht. Mhm, also mit einem schlechten Partner würde ich sicher viel verhärmter oder sein. Oder ohne Partner vielleicht auch. Ne? Naja, wobei das geht ohne Partner, aber ein schlechter Partner ist furchtbar. Ja. Ingrid, du bist ja auch so glücklich mit deinem Milan, gell? Er sagt, du sagst, er macht dir jeden Tag 30 Komplimente.
Mindestens. Ja, vielleicht 29 manchmal. Aber es ist fantastisch. Ja. Ich wollte immer gern einen gescheiten Mann heiraten. Habe ja spät geheiratet und habe lang gewartet. Wie alt warst du? Ich war 53. Und wir kannten einander aber schon 20 Jahre. Okay. Und also die Geschichte werde ich jetzt nicht erzählen, weil sie ist nicht so spannend. Aber dann war es eben so, dass ich gewusst habe, das ist derjenige, der für mich bestimmt ist. Und auch aus einem ganz bestimmten Grund. Es war ein Konzert und Milan hat sich vorbereitet. Er war damals noch einer der weltbesten Fagottisten. Und ich bin in dieser Probe drinnen und sehe, wie er sich einstellt auf diese Musik, die jetzt kommt, wo er ein Solo hat. Und das war so ein Erlebnis für mich, dieses Hineintauchen. Ein kluger Kopf taucht in eine Welt, die seine ist. Und in dem Augenblick habe ich gewusst, wenn ich den nicht nehme, dann bin ich die blödeste Kuh der Welt. Und komischerweise, es war überhaupt nie mehr ein Zweifel. Und es ist ein sehr, sehr großes Glück. Und du hast ein sogenanntes Lebensmotto. Laufen, leben, lieben, lachen, loben. Ja. Glaube ich, gell? Also das ist eine Geschichte, die der Leopold Rosenmeier erfunden hat. Und als ich ins Parlament kam, hat mir der Wolfgang Schüssel diese drei L's vom Rosenmeier in die Hand gedrückt. Mach das für deine Senioren. Und ich habe noch dazu, also Laufen, L für Laufen, ist nicht, dass man jetzt sprinten muss oder Marathon, sondern ganz einfach, dass man sich bewegt in seinem Rahmen. Weil manche Menschen, die sind im Rollstuhl, können sich aber trotzdem bewegen und tun das sehr gut. Lernen, immer irgendwas Neues, was man noch nicht Kreuzworträtsel, zwei Buchstaben oberitalienischer Fluss, das kennt dann jeder. Nein, ganz was Neues. Etwas, wo du wirklich... Sprache, tanzen. Ja, oder Gebrauchsanweisungen lesen. Ja, da kommt man schon an die Grenze und muss ein bisschen nachdenken. Lieben. Ein weites Feld, in jeder Möglichkeit, mit Empathie, mit Kindern, mit dem Partner und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, was wir in Österreich wirklich viel zu wenig machen, das ist Lachen. Viel zu wenig, es wurden diese Muskeln angesprochen, die da zu wenig betätigt werden. Und dann loben, wir loben einander viel zu wenig. Markus, lobst du Menschen um dich herum? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und schön sein ist für mich jetzt, wenn wir es ganz am Anfang angesprochen haben, auch ob dünn oder etwas stärker. Erstens einmal liegt Schönheit im Auge des Betrachters, das hört man eh immer wieder. Aber man muss die Ausstrahlung, eine Ausstrahlung, das macht einen Menschen aus. Und wenn ein Mensch dick ist und vielleicht nicht der Typ ist, der sonst jemanden anspricht, aber wenn er sympathisch ist und eine Ausstrahlung hat, hat das schon was. Und findet man dann vor allem, glaube ich, Silvia, darf man auch nicht nur auf Schönheit reduziert werden, weil die vergeht. Ja, das ist es. Also man kann die Schönheit nicht halten, weil man kann die Zeit nicht ausspielen, egal mit welchen Mitteln man das versucht. Und ich finde immer, das, was bleibt am Ende des Tages, das sind die schönen Erinnerungen, die wir bei den anderen Menschen dalassen. Ob das jetzt die Familie ist oder Freunde oder... ein Publikum. Diese fünf L's, laufen tust du, du tanzt wieder, du gehst auf den Berg, du machst, glaube ich, ein bisschen Yoga, ja, wandern. Also ich kann das zu 100% unterschreiben und das ist jetzt eine große Inspiration für mich. Und alle L's sind richtig und sollten genauso laufen, warte mal, laufen, lernen, lieben. Was ist mit der Liebe? Ja, das ist auf so ein großes Feld. Schau, wie gut die Barbara jetzt diese Überleitung geschafft hat, um auch mir noch diese Frage zu stellen. Gibt es jemanden in deinem Leben? Weißt du, die Liebe und Schönheit, das ist so ein breites Feld, da komme ich noch einmal in eine andere Sendung und dann reden wir über die Liebe, Barbara. Agnes, du warst da kurz, eigentlich warst länger, aber kurz verheiratet mit Alexander Göbel. Ja. Und wie schaut es jetzt aus mit der Liebe? Ja, ich bin wieder in einer Partnerschaft mit einem jüngeren Mann. Ja, also der ist 7 Jahre jünger als ich. Auch das tut sehr gut einer Frau. Der jüngere Liebhaber. Ja, nicht nur Liebhaber, also wir leben wirklich eine ganz, ganz tolle Partnerschaft. Ja. Und dieser Altersunterschied spornt mich natürlich auch dazu an, mich fit zu halten.
Ich glaube, ja, wäre wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil ich eitel genug bin. Aber es tut schon sehr gut. Eine Hormonkur. Aber du brauchst das gar nicht, du bist ohnehin ja, aber, so schön. Aber Liebe, Selbstliebe, Liebe seinen Kindern gegenüber, den Nachbarn, loben. Ich liebe es zu loben. Ich auch. Ja. Ich wollte mal einen Button machen, weil ich mich so freue, wenn ich in ein Geschäft gehe und die Verkäuferin ist freundlich, weil das nicht selbstverständlich ist. Ja? Die hat vielleicht zu Hause Mörderstress und die bedient mich trotzdem freundlich, obwohl das ein schlecht bezahlter Job ist. Und ich mache es dann so, ich gehe ins Nachbargeschäft oder wo auch immer, kaufe ein Blümchen, bringe es und sage vielen Dank für die Freundlichkeit. Und wenn wir, jeder Einzelne von uns, nur sein kleines Umfeld gut behandelt. Ja, und das hat etwas mit Schönheit auch zu tun, mit innerer Schönheit. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zur Bewegung, weil wir dürfen nicht vergessen, dass Ingrid ein paar Übungen für uns vorbereitet hat. Mhm. Ja, magst du uns die vielleicht zeigen jetzt? Mhm, gern. Es geht darum, dass wir wahrscheinlich, also die ältere Generation, nicht ihr jungen Dinger, ein bisschen fauler geworden sind. Daher gibt es sehr, sehr einfache Übungen, die bei dem Programm in Niederösterreich, das heißt von Sportland Niederösterreich, vor 15 Jahren für niederösterreichische Senioren erfunden worden sind. Einfach, leicht und lustvoll. Und zwar, man stellt sich einmal ganz aufrecht hin und ist sehr genau mit seinem Körper. Bin ich jemand? Ich bin jemand, der beim Kochen die Schulter hochzieht. Nein, die lasse ich herunter. Ich gebe meinen Kopf aus diesen Schultern heraus, aber nicht so. Das ist ganz nicht. Das ist etwas, was wir gerne machen, also wir Frauen vielleicht mehr als die Männer. Furchtbar. Sondern dass die Verlängerung der Wirbelsäule wird der Kopf. Kopf aus den Schultern heraus, die Schultern runter. Und jetzt bitte die Bauchdecke gut spannen, so als ob der Nabel gegen die Wirbelsäule will. Mhm. Die will dahin. Das bedeutet, dass die Wirbelsäule auch ungeheuer gut unterstützt wird. Weil ich weiß ja, viele ältere Menschen leiden unter Kreuzschmerzen. Das hilft. Und in dem Augenblick, wo wir das machen, wird auch die Oberschenkelmuskulatur ganz, ganz angespannt. Es ist ein fester Stand, aber die Schultern sind ganz locker. Was passiert, wenn wir uns nicht bewegen? Unsere Muskeln werden weniger, wurde schon erwähnt heute. Und die Muskelmasse, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist das, was uns wirklich hält und auch unsere Gelenke stützt. Also wenn wir also jetzt mit lockeren Schultern einfach diese kreisen, das macht ohnehin ein jeder, rauf, runter und Sie werden vielleicht ein bisschen ein leises Knacksen hören. Das sind keine Knochen, sondern die verspannten Muskeln. So, wir machen es auf der anderen Seite. Wenn Sie das so 10-mal machen, dann geben wir Ruhe. Das braucht man noch. Einfach auch wieder in der Achse der Schultern, also nicht vorn so, sondern in der Achse der Schulter geben wir den Kopf, geben ihn auf diese Seite, wie wenn das Ohr die Schulter aushorchen würde. Also ich tue die Schulter bewegen. Das auch, also ein paar Mal machen. Dann wird der Kopf gedreht. Ich schaue zur Edith, ich schaue zur Silvia und so weiter. Aber gerade auch, gell? Also immer schön in der Achse bleiben, nicht nach vorn und nach hinten. Das ist das. Dann habe ich noch eine Möglichkeit. Ich tue gerne Gärtnern und habe manchmal Schwierigkeiten, auf eine hohe Stufe zu steigen. Wenn wir versuchen, nur hinunterzugehen, auch mit einer geraden Wirbelsäule, Achso, du hast Stöckelschuhe an. Ah, ganz schlecht, ja. Stöckelschuhe nicht so gut. Also einfach schauen, dass die Wirbelsäule gerade bleibt und die Knie nach vorne gehen. So 10 Sekunden bleiben. Ganz still. Ja, einfach lassen, dass du die Kraft im Knie spürst, gell? Du musst einfach da so spüren und dann wieder lockern und zwischendurch am Tag machen. Ich verspreche, dass die Kniemuskulatur besser wird. Und das spürt man bereits nach 2 Tagen. Dankeschön. So. Danke vielmals. Dankeschön. Du bewegst dich schon jeden Tag. Also diese Übungen machst du schon. Ich habe seit 1,5 Jahren keine Putzfrau.
Oh. Ich habe ein Haus und einen Garten. Ich bewege mich viel. Die Alltagsbewegung ist auch so wichtig. Stiegensteigen, nicht mit dem Lift fahren, wenn geht natürlich. Oje. Was? Ja. Tust du nicht? Wir wohnen im 5. Stock. Das ist sehr gesund. Also ohne Lift grauen. Weil man trägt ja immer etwas. Ja. Weißt du, was ich jetzt gehört habe? Gescheiter wäre es, also nicht die Taschen zu tragen, sondern einen Rucksack zu kaufen und im Rucksack alles zu tragen. Ach, liebes Kind, ich kann nicht den ganzen Einkauf in den Rucksack packen. Na, dann soll dein Mann... Mein armer Mann mit seinem Wenn man was schleppt, ist wahrscheinlich... Das geht gar nicht. Du, Edith, wie schaut es mit Gesichtspflege aus? Also wir haben jetzt schon erfahren, wie man sich schminkt, was wichtig ist, mit Permanent Make-up, ein bisschen nachhelfen, Silvias Tutorial. Also ich könnte nie so tipsy und so müde sein. Und wenn es 6 Uhr früh ist, wo ich nach Hause komme, nach einer Party, dass ich mich nicht penibelst abschminke. Das ist einmal das Einzige, was ich wirklich mein ganzes ewig. Leben durchgezogen habe. Das dauert schon ein Weilchen. Ja, aber man kann unmöglich mit geschminktem Gesicht ins Bett gehen. Das wäre für mich ein No-Go. Ansonsten bin ich nicht sehr kosmetikgläubig. Es muss gar nichts Teures sein. Für mich. Ich brauche nichts Teures. Also ich sehe auch keinen großen Unterschied. Du sagst, du wirst so schön. Also bei mir wirkt es nicht. Was soll ich machen? Bei mir wirkt es. Ich bin 55 und schaue... Also ja, du schaust wirklich 55. Verdammt, der Fisch nach also bei mir. Wahnsinn. Silvia, wie tust du mit Abschminken und so? Auch. Also Abschminken ist natürlich ein Thema auf alle Fälle. Und man tut auch viele Cremen ausprobieren und so weiter. Ich habe jetzt also... bin auch ein bisschen in die Recherche gegangen, selber mit einer Kosmetikfirma, damit man sich auskennt mit dem, was in der Creme drinnen ist. Und es macht doch einen Unterschied, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, es macht einen Unterschied, was drinnen ist in einer Creme oder nicht. Aber Pflege ist wichtig und natürlich Abschminken. Aber das Allerwichtigste ist einfach das Lachen. Ich finde, das ist so wichtig. Apropos Lachen. Die Agnes, weil das gehört auch dazu, die Grimassen schneiden, die Mimik. Du bist jetzt ein bisschen interessiert an Gesichts-Yoga oder Gesichtstraining. Gesichtsmuskeltraining. Genau, Gesichtsmuskeltraining. Wie gesagt, wir trainieren unseren Körper, damit er in Form bleibt. Ja? Und das sind die Muskeln, die unser Skelett in Form halten. Im Gesicht haben wir auch sehr viel Muskulatur, die wir eben mit Botox lahmlegen oder eben auch trainieren können müssen. Und es gibt Gesichtsyoga, gibt es ja, davon weiß ich, aber es, normales Muskeltraining kann nicht viel mehr sein als Grimassen schneiden. Also ich werde das jetzt wirklich sehr, sehr stark recherchieren, hänge mir auf die Toilette, auf Sitzhöhe einen Spiegel hin, gleich gegenüber. Weil dann ist diese Zeit auch sinnvoll genutzt. Geh Grimassen schneiden. Vor allem lachst dann, wenn du in den Spiegel schaust. Eine Oberösterreicherin, die seit vielen, vielen Jahren Gesichtsmuskeltraining anbietet und auch ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben hat. Und wenn ihr Lust habt, können wir sogar Übung draus machen. Ich glaube, die war schon da. Mach. Ja. Na gut, dann gehen wir es an. Also wir 2 Fingerchen auf jeder Seite und die legen wir da, wo normalerweise die Nasolabialfalte wäre. Wir müssen aufs Mikrofon aufpassen. Ja? Die halten wir so ein bisschen still, damit sie keine Falten bildet. Und dann pressen wir die Lippen für 15 Sekunden ganz, ganz fest aufeinander. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann pressen wir nochmal 8 Sekunden nach. Bereit? Kann man nicht mehr sprechen. Und los geht's. Ich glaube, ich habe mir in die Lippen gebissen. Ich habe das falsch verstanden. Und man merkt dann nach der Zeit, das ist fast ein bisschen wie taub jetzt, oder? Ja. Und das trainiert aber sehr gut die ganze Lippenmuskulatur und das 3-mal hintereinander machen. Und tatsächlich, der Lippenbogen vergrößert sich durch das und man kann da sehr wohl die Muskulatur unter den Lippen trainieren. Das Gleiche kann man auch machen mit der Stirn, mit allen möglichen Wangenknochen. Also das heißt, du bist nur deswegen so schön. Nein, aber ich habe dieses Buch gelesen. Ich bin leider zu faul, immer diese Übungen zu machen. Aber es ist wirklich, es macht Sinn. Es ist so, wie du sagst, Agnes, wir trainieren unseren Körper, warum nicht das Gesicht auch trainieren? Und das ist eine Möglichkeit, die hilft, wo man unter der Haut einfach seine Muskulatur aufpolstert und das hilft. Ja, oder du lernst ein Holzblasinstrument. Oh! Ein Fagottist hat nie Labialfalten. Nie. Weil der hat so trainierte Ober-
Muskel, also es wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, wobei, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Raucherinnen zum Beispiel haben diese Falten durch diese ständige. Sie auch. Aha. Na? Ja, oder Küsserinnen. Na, jeden Küsserinnen. Pussy schicken. Das hat ja nichts. Das ist wirklich schlimm. Ich möchte noch zu Ingrid kommen, weil die Männer heute viel mehr auf sich schauen. Also Manuel hat die Haartransplantation gemacht. Ich nehme an, pflegen tust du dich sicher auch, ne? Mit Creme, Masken. Ja. Naja, das ist Kosmetik für die Männer. Gibt es ja ohne Ende. Ich glaube, es gibt sehr viel und da macht eh jeder. Und wenn man sich das da so anschaut, jeder kümmert sich so ein bisschen ums Gesicht, aber auch um die innere Schönheit. Mhm. Also es ist die Kombi, glaube ich, aus allem. Und jeder hat ja, wenn man da jetzt zuhört, am Ende gesagt, er macht was für die Schönheit, damit er sich gut fühlt. Mhm. Das heißt, er macht es ja nicht nur unbedingt, dass er schön ausschaut, sondern auch, dass er sich gut fühlt. Mhm, also es ist am Ende das Ergebnis. Und wenn das der Sinn ist der Sache, dann fühlt man sich gut. Aber zu viel, Ingrid, diese Männer, die so ganz narzisstisch, so schön sind, die sind ja suspekt, gell? Ja. Ja. Ich möchte auch keinen schönen haben. Ja, also das ist natürlich ein blödes Vorurteil. Ja. Aber im Laufe meines langen Lebens sind natürlich viele schöne Männer vorbeigegangen. Bitte, wir nehmen den Cary Grant aus. Der darf schön sein und so weiter und so weiter. Das ist schon sehr gut so. Oder der Gregory Peck. Aber sonst, wenn ein Mann zu sehr auf seine Schönheit, also wirklich das Fesch sein und jetzt kann ich alles haben, weil ich so fesch bin, das ist mir ein bisschen zu wenig. Wenn er dann noch wirklich sehr gescheit ist, dann wäre es interessant. Ja. Aber was ich noch sagen will, ich stehe auf Glatzen. Mhm. Oh ja. Das tut mir sehr leid. Es ist so blöd. Ja, das ist jetzt blöd. Wann hätte ich dich kennenlernen müssen? Ja, vor 10 Jahren. Oh, na, das ist ja nicht mehr gegangen. Toll. Aber im Notfall würde ich es mir sogar abrasieren. Wirklich, wenn deine Frau sagt, bitte weg damit. Ja. Na, geh bitte die Schmerzen, die Prozedur. Ja, alles umsonst. Na, die wachsen ja nach. Na, die Empfindlichkeit dem Hahn gegenüber war vor 10 Jahren mehr als jetzt. Jetzt ist es mir schon mittlerweile ein bisschen wurscht geworden. Aber trotzdem, es ist toll, wenn man Haare hat. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl. Also. Würdest du, Markus, sowas auch machen, so eine Haartransplantation? Würden dir deine ausgehen? Ich weiß ja nicht, wie es bei ihm ausgeschaut hat vorher, aber wenn man da vorne alles fehlt und nur da hinten hat mit 30, schaut das schon sehr eigen aus. Also, würde ich schon, also das verstehst du schon? Natürlich. Ja. Mit 60 ist es ja normal. Ja, also aber mit 30 ist es halt ein bisschen unnormal. Also, aber als 30-Jähriger, ich kenne 30-Jährige, denen fehlt dann wirklich schon vorne die Haare. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr komisch aus. Ich verstehe das. Du, gibt es so, also Frauenvergleich, und das ist, liegt, glaube ich, in unserer Natur. Ich weiß nicht, woher das kommt, Ingrid, dass man sich vergleicht. Die ist, weiß ich nicht, schlanker, schöner, größer, jünger. Oder? Vergleicht ihr schon? Weißt du, ich finde den Verlust der Schönheit im Alter, der ist ja zweifellos gegeben. Das ist natürlich sehr bedauerlich für einen Frauen Ästheten. Mehr als bei Männern, ne? Ja, aber ich sagte was, es kommt was anderes. Aber man kriegt was anderes statt der Schönheit. Man bekommt möglicherweise ein interessanteres Gesicht und das Leben spiegelt sich in einem Gesicht. Und das halte ich für so interessant. Also der süße Vogeljugend, mein Gott, der fliegt irgendwann davon. Jo. Das ist klar. Und aber dann, bevor die Aasgeier kommen, das ist noch eine Spanne. Da kommt die Gelassenheit. Ja, da kommt die Gelassenheit. Und auch nicht die Wurstigkeit. Ja? Also das möchte ich nicht sagen. Es soll sich auch eine alte Dame pflegen, schminken und frisieren. Unbedingt. Aber ich finde, dass der Verlust der Schönheit kompensiert wird durch Interessantwerden. Nicht jeder Mensch. Also man muss schon auch was zu bieten haben, sich selber innerlich, um interessant zu werden. Weil interessant kann man sich nicht machen. Schön kann man sich machen. Aber interessant kann man sich nicht, ist man oder ist man nicht. Das wäre fast schon ein Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Lass mal kurz zusammenfassen, ja, falls jemand gerade eingeschaltet hat. Wir haben gelernt, Ernährung ist wichtig. Also langsam essen, genießen das Essen, richtig kochen. Nicht langsam, sondern wirklich genießen. Was habe ich im Mund? Genau, dass die ganzen Geschmacks- und diese Papillen sich entfalten können. Kochen, selber kochen, also so wie ihr das ihr alle macht. Dann natürlich das richtige Essen, das wäre mal so die Ernährung. Diäten kann man machen, um sich wohler zu fühlen, aber besser ist dann schon die Bewegung, nicht? Also auch das kann man immer nicht wieder übertreiben. Nicht übertreiben, genau. Übertrieben machst du eigentlich Sport?
Ich denke nicht daran. Aber weißt du, ein Kaninchen zum Beispiel, das hüpft ständig, ist in Bewegung, rennt, springt und lebt vielleicht 2 Jahre. Eine Schildkröte, die nachweislich kein Training macht, wird 400 Jahre alt. Also langsam mutiere ich zur Schildkröte. Das ist gar mutiert zur Schildkröte. Langsam. Panzer, ne? Haben wir noch Zeit für eine 50-Sekunden-Geschichte. Ja, sicher. Ich habe das humanistische Gymnasium besucht und war also immer sehr begeistert von den griechischen Göttern. Göttin der Schönheit, die Aphrodite, die war verheiratet mit einem sehr hässlichen Gott, mit dem Hephaistos. Das war der Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Hatte dauernd irgendwelche Liebschaften und vor allem nie mit einem schönen anderen Gott, sondern mit dem Ares am allermeisten, mit dem Kriegsgott. Das ist doch irgendwie eine Geschichte, wieso der Homer hat ja mit seinen Göttern etwas sagen wollen. Dass es also nicht unbedingt immer nur um die Schönheit geht, die zum Glück führt, sondern ganz andere Komponenten auch mitspielen. Vielleicht, sicher, was Edith jetzt gerade gesagt hat, aber mir hat das sehr zu denken gegeben. Wieso ist die Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, nicht glücklich mit einem Mann? Warum nicht? Drüber nachdenken. Nie, ja, den richtigen gefunden. Gibt es ja auch. Oder zu viele ausprobiert. Ja, das ist ja, genau, nicht schädlich, wenn es zu einem Ziel führt. Aber du hast zuerst was Interessantes gesagt, das wäre fast ein bisschen untergegangen. Edi, du hast gesagt, na, ich will keinen schönen Mann. Nein. Also, ich will einen interessanten Mann. Ich will einen gescheiten Mann. Das war mein ganzes Leben. Ich habe immer ältere Männer als junges Mädchen gehabt, weil die so gescheit waren. Und weil man von denen was lernen kann. Die jungen Burschen waren blöd und haben mich abgestoßen. Aber jetzt langsam, so mit 50, habe ich gedacht, wäre nicht schlecht, wenn er gleich alt ist und dann ein bisschen jünger, nicht sehr viel. Ja. Aber jetzt, mein Mann ist so im richtigen Zeitabstand. Von mir ist 7 Jahre älter. Und ich finde, das ist gerade das... Er muss interessant aussehen. Mhm. Aber schöne Männer altern schlecht. Die Schönheitsgeheimnisse der Hollywood-Stars habe ich eruiert. Ein guter Maskenbildner. Bravo. Da ist das Vorher und das Nachher unglaublich sichtbar. Meine Lieben, jetzt hat den Satz, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, schon der liebe Markus gesagt. Es ist ja wohl auch so. Und ich bedanke mich bei euch. Ihr wart großartig. Ich glaube, dass die Menschen zu Hause ganz viele Tipps mitgenommen haben von jedem von euch. Danke auch, Ingrid, für deine Übungen. Sie sind wirklich toll. Wir werden es öfter mal machen. Und die heutigen Schlussworte, die überlasse ich einer von mir hochgeschätzten Kollegin. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Nacht und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Sie sind geistig und körperlich topfit, obwohl Sie schon in Pension sind? Denn Alter ist reine Kopfsache. Verraten Sie uns, was Sie jung und vital hält. 0900 91 00 98.